Hallo Internet, ich bin Rechtsanwalt Andreas Trapp und ich berate zum Compliance-Risikomanagement. Für den Anlegerschutz ist die Geeignetheitsprüfung von zentraler Bedeutung. Eine Wertpapierberatung muss den Kunden in die Lage versetzen, sich gut informiert für eine Anlage zu entscheiden. Und das funktioniert nur, wenn der Berater seine Empfehlung auf die Kenntnisse und Erfahrung, die finanzielle Situation und das Anlageziel des Kunden individuell zuschneidet. Im Ergebnis muss er aus dem schier unendlichen Universum der am Markt verfügbaren Anlagemöglichkeiten das Produkt auswählen, das für den Kunden in seiner spezifischen Situation geeignet ist. Mit der Geeignetheitsprüfung befasst sich das Modul BT7 der Mindestanforderungen an die Compliance-Funktion, MA-Comp. Die BaFin hat am 27. April eine neue Fassung veröffentlicht. Bis dahin enthielt BT7 noch die Umsetzung der ESMA-Leitlinien aus dem Jahr 2012. Die neue Fassung passt die MA-Comp an die aktuellen europäischen Leitlinien für die Geeignetheitsprüfung nach MiFID II an. Das wirft natürlich die Frage auf, ob man als Wertpapierdienstleister jetzt etwas tun muss. Dagegen spricht, dass die Leitlinien nur die bereits seit Januar 2018 geltenden Pflichten aus den Paragraphen 63 Absatz 10, 64 Absatz 3 und 4 WPHG beziehungsweise Artikel 54 bis 56 der Delegierten Verordnung konkretisieren. Die europäischen Leitlinien selbst waren Gegenstand einer europaweiten Konsultation seit Mitte 2017. Die ESMA weist darauf hin, dass schon nach der ursprünglichen MiFID-Regelung Kundenangaben eingeholt werden mussten. Naja, und diese war natürlich bei der Geeignetheitsprüfung zu verwenden. MiFID II konkretisierte die Regelungen und erweiterte die Anforderungen in den folgenden Punkten. Wertpapierdienstleister bleiben auch dann voll verantwortlich, wenn sie EDV einsetzen. Aushändigung der Geeignetheitserklärung, periodische Überprüfung der Geeignetheit, äquivalente Produkte, Umschichtungen, Risikoneigung des Kunden und Verlusttragfähigkeit. Schließlich wurde eine Lücke geschlossen, in dem strukturierte Einlagen ebenfalls in den Umfang der Beratungspflichten integriert wurden. Die Prüfung der Geeignetheit nach § 64 Absatz 3 WPHG und den Artikeln 54 und 55 der Delegierten Verordnung über die organisatorischen Anforderungen an Wertpapierfirmen unterscheidet sich demnach nicht grundlegend von der davor geltenden Rechtslage. Der Übergang vom Beratungsprotokoll nach dem WPHG zur Geeignetheitserklärung nach MiFID II und die Abbildung der darüber hinausgehenden Anforderungen müssten Banken und Sparkassen in ihrem MiFID II Umsetzungsprojekt rechtzeitig zum Jahresanfang 2018 abgeschlossen haben. In der Pressemitteilung vom 29. April fasst die BaFin die Änderungen kurz zusammen. Im Schwerpunkt geht es um die Geeignetheitsprüfung. Im bisherigen Text von BT7 hat die BaFin durch eine angepasste deutsche Übersetzung der aktuellen europäischen Leitlinien ersetzt. Dort, wo die ESMA-Artikel der MiFID II zitiert, hat die BaFin die korrespondierenden Paragraphen des WPHG eingesetzt. Die von der BaFin gewählte Vorgehensweise hat zwei entscheidende Vorteile für uns. In Deutschland wird das Aufsichtsrecht durch die BaFin genauso ausgelegt wie in allen anderen europäischen Ländern. Das ist ein Vorteil. Und zweitens, als Rechtsanwender kann man die Aussagen der ESMA im Konsultationsverfahren den korrespondierenden Passagen der MA-Comp zuordnen. Das erleichtert nicht nur das Verständnis, was gemeint ist, sondern ermöglicht auch den kritischen Dialog mit der BaFin, sollte deren Aufsichtspraxis von der Sicht der ESMA abweichen. Das neue Modul BT15 integriert im Wesentlichen den Inhalt des Rundschreibens WA4 aus 2013 zum Produktinformationsblatt in die MA-Comp. Unter anderem in BT15.1 eine Verlängerung der Geltungsdauer für Konformitätserklärungen von einem Jahr auf 3 Jahre. Eine Version, in der Änderungen außerhalb BT7 und BT15 markiert wurden, ist der Pressemitteilung beigefügt.
Die Regelungsdichte des geltenden Rechts hat sich deutlich erhöht. Grundsätze, die die Wertpapieraufsicht durch Auslegung der bisherigen Vorschriften entwickelt hat, sind im Zuge der MiFID II in die delegierte Verordnung übernommen worden. Sie werden im Modul 7 nicht wiederholt. Die Ausführungen dort setzen die Kenntnis der grundlegenden Normen voraus und konkretisieren sie. Neue Passagen reagieren vor allem auf die zunehmende Nutzung von EDV im Rahmen der Anlageberatung und beim Portfoliomanagement. Ausdrücklich angesprochen wird Robo-Advice in den Ziffern 7.1, 7.2 und 7.4. Aber im Grundsatz gelten die Anforderungen auch dann, wenn der Kundenkontakt konventionell, also durch einen Berater, stattfindet, der seinerseits EDV benutzt. Einen zweiten Regelungsschwerpunkt bilden Vorgaben, mit denen die Wertpapieraufsicht Erkenntnisse der sogenannten Behavioral Finance verarbeitet. Kurz zusammengefasst geht es darum, dass der Anleger oft nicht rational handelt. Die verfügbaren Informationen werden nicht sorgfältig ausgewertet und danach entschieden. Darauf soll die Wertpapierberatung Rücksicht nehmen. Sie soll so gestaltet werden, dass die Kunden nicht durch sachfremde Einflüsse von den relevanten Fakten abgelenkt werden. Und natürlich reagiert die BaFin auch auf Erkenntnisse von Missständen aus ihrer Aufsichtspraxis. Trotz großer inhaltlicher Übereinstimmung unterscheidet sich der neue Text erheblich vom bisherigen. Um den Überblick zu wahren, teile ich, ähnlich wie die ESMA, die Regelungen in 4 Klassen ein. Kundeninformationen über den Zweck der Geeignetheitserklärung, kenne deinen Kunden und dein Produkt, Auswahl geeigneter Produkte für den Kunden und flankierende Regelungen. BTE 7.1 wurde grundlegend umformuliert. Artikel 54 Absatz 1 der Delegierten Verordnung sagt ja bereits, was vorher dort stand, nämlich, dass es keine Unklarheiten oder Verwirrungen darüber geben darf, wer für die Geeignetheitsprüfung zuständig ist. Und das ist der Wertpapierdienstleister, nicht etwa der Anleger. Die aufsichtsrechtlichen Anforderungen in BTE 7.1 konzentrieren sich jetzt darauf, wie das konkret erklärt werden muss, damit es der Anleger auch versteht. BTE 7.2 enthält jetzt nur noch Ausführungen darüber, was der Wertpapierdienstleister tun muss, um sicher zu sein, dass er seinen Kunden versteht. Die bisher dort ebenfalls befindlichen Regelungen zu den Fragen "Kenne dein Produkt" sind in einen anderen, besonderen Teil verschoben worden. Hinzuweisen ist auch auf Textziffer 7 von BT 7.2. Danach muss der Wertpapierdienstleister erfragen, ob es dem Kunden zum Beispiel bei der Anlage um Nachhaltigkeit geht. Das macht vor allem vor dem Hintergrund des Aktionsplans der EU-Kommission zu Sustainable Finance Sinn. Die Zuverlässigkeit der Selbsteinschätzung seitens des Kunden war schon immer ein Thema. BT 7.5 der alten EMMA-Comp haben sich damit befasst. Und die Bedeutung dieses Aspekts unterstreicht jetzt die neue MiFID-Regelung in Artikel 54 Absatz 7 der Delegierten Verordnung. Die neuen Formulierungen stellen stärker in den Vordergrund, dass Wertpapierdienstleister sich nicht zu stark auf die Selbsteinschätzung des Kunden verlassen dürfen. Ja, man könnte fast herauslesen, dass man so eine Art Test in den Fragebogen einbauen muss, um zu erkennen, ob der Kunde wirklich weiß, was er dort angekreuzt hat. BT 7.5 enthält unter Textziffer 5 den Hinweis, dass man Kunden nicht dazu verleiten darf, ihr Profil zu aktualisieren, damit sie dann ein bestimmtes Anlageprodukt kaufen können, wenn das eigentlich nicht für sie geeignet wäre. Hiermit reagiert die Aufsicht auf eine möglicherweise verbreitete Praxis in der Anlageberatung. Hier muss man aufpassen, wenn Kundenprofile kurz vor dem Kauf eines Produkts in einer höheren Risikoklasse verändert werden. In BT 7.6
wurden die Regelungen für den Fall erweitert, dass mehrere Kunden gemeinsam Wertpapieranlagen tätigen. Ein praktischer Anwendungsfall sind Gemeinschaftsdepots von Ehegatten. Neu eingefügt wurde das Modul 7.7. Die Ausführungen wurden aber im Wesentlichen aus dem alten 7.2 übernommen, der ja früher regelte, dass man Anleger und Produkt kennen musste. Hervorgehoben wird, dass der Wertpapierdienstleister die einzelnen Produkte des Anlageuniversums nach den relevanten Risikofaktoren klassifizieren muss. Sie müssen dabei Ihre eigene Analyse berücksichtigen, die Sie im Rahmen der Produktüberwachung Zielmarktbestimmung vorgenommen haben. Das heißt auch, dass man sich nicht einfach auf externe Zulieferungen verlassen kann. BT 7.8 übernimmt den wesentlichen Inhalt der Vorgängerregel. Ergänzt wurden Passagen zum Konzentrationsrisiko und dem Kreditrisiko. Die Konzentration des Produktrisikos auf Produkte einzelner Emittenten oder bestimmter Gruppen wird seitens der Aufsicht problematisiert. Neu hinzugekommen sind auch Regelungen in BT 7.9 zu Kosten und Komplexität äquivalenter Produkte und BT 7.10 zu Kosten und Vorteilen bei der Umschichtung von Anlagen. Ergänzt wurden spezifische Aufzeichnungspflichten in BT 7.11. Hinzuweisen ist auch auf die Regelung in BT 11.1 und dort in den Textziffern 6 und 7. Hier finden sich die bisher in BT 7.3 enthaltenen Regelungen zur Qualifikation der Mitarbeiter. Zusätzlich aufgenommen wurden Regelungen für Mitarbeiter, die im Prozess der Geeignetheitserklärung oder Produktüberwachung inhaltlich konzeptionell beteiligt sind, ohne selbst Anlageberater zu sein. Dass die BaFin die europäischen Anforderungen jetzt in die EMMA-Comp übernommen hat, ändert letztlich ja nichts daran, dass sie bereits lange geltendes Recht sind. Sie sind auch Gegenstand der Wertpapierprüfung. Paragraph 2 Absatz 4 WPD-PV, also der Wertpapierprüfungsverordnung, verlangt ausdrücklich, dass Abweichungen von ESMA-Leitlinien als sonstige Erkenntnisse im Prüfbericht aufgeführt werden. Ein eigenständiger Umsetzungsbedarf aufgrund der jetzt erfolgten EMMA-Comp-Anpassung sollte daher eigentlich nicht entstehen. Sie erhöht allerdings die Übersichtlichkeit der Compliance-Anforderungen. Das finde ich gut. Ja, und das war's dann schon für heute. Wenn euch dieses Video gefallen hat, gebt ihm ein Like. Vielleicht abonniert ihr auch den Kanal. Vielen Dank, ich würde mich freuen, euch beim nächsten Mal wieder begrüßen zu können.